Okay, die machen uns nichts. Aber hier kommen, glaube ich, wieder Skeletts. Nee. Ding, ding. So. Warum kann man hier so weit nach oben? Ah. Macht Sinn. Oh. Hehehe. Das wird jetzt cool. Das ist nice. Auf jeden Fall werden hier die ganzen Leute von diesen Krähenviechern angegriffen. Ja, ich verkacke hier schon sehr schön. Nice. So, ich meine, hier wäre noch rechts noch eins. Ja. Ich mag das, wie es so übelst nah ransucht da an der Stelle. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Energie, die man da unten sieht, ob das die der Bewohner ist. Oder die der Futzis, die hier rumfliegen. Ist hier noch eins? Hier war nur Herkulade. Ich glaube eher, das sind die Futzis, die hier rumlaufen. Okay, das war gut. Ja. Eins noch. Okay, dann können wir jetzt nämlich weiter. Ich checke hier mal erst noch die Lage. Okay, da können wir nicht weiter. Das ist schön. Ja, was? Nö. Gut. Dann. Okay, wir müssen mit diesem Ding hier da hoch. Oh, ganz viele Herkulades, die ich nicht brauche. Hier muss er irgendwo. Da, der kaputte Bogen. Ich möchte, dass die Ziegen runterfallen. Yay! Weiß ich nicht. Zweite Vase oder so. Ich glaube, da fehlen welche. Ich glaube, hier gibt es aber auch noch mal großes Tohuwabohu. Da oben. Ach, Mann! Das passiert, wenn man das nicht voll auflädt, ne? Es kommt auf jeden Fall irgendwo noch eine Passage, wo wir so ein Stück Wand rumtragen müssen. Komm mal hier hin. Dankeschön. Okay, da geht's nicht weiter. Das finde ich mal sehr gut, wenn es nicht weitergeht. Okay. So, geht's hier weiter? Ja, geht's. Na gut. Ich möchte gerne die Vase haben. Okay, da kamen wir her. Dann müssen wir hier nochmal hoch. Da ist keine Ziege runtergefallen.
Woran hat es denn jetzt gerade gelegen? Ich glaube, ich bin zu weit gesprungen, ne? Oh. Was ist das da oben? Warum ist da so ein scheiß Schatten? Stört mich. Ach, Katze. Nee. Okay. Wir gehen erstmal nach hier oben, weil ich glaube, da oben geht's nicht weiter. Doch, da geht's weiter. Gut, wofür auch immer der Bereich hier gut ist. Hier ist Ende. Nein, Oh, scheiße, wir haben das C verpeilt. Naja. Ach, Katze. Kommt aber zurück, ne? Da war sie. Ich hoffe einfach mal nicht, dass bei dem C... dass bei dem C die andere Vase war. Vase war, das hört sich auch lustig an. Nee, da ist das C, wunderbar. Okay, wir müssen da hinten lang. Ich mag das, wie sie einfach ihr Zeug ausbringt, obwohl sie noch mitten im Regen steht. Hier das Ende. Hallo, Madame. Okay. Gut. Das holen wir uns doch gerne hier, obwohl wir das nicht brauchen. Wir haben 8 Leben, das ist schön. Ach, die haben schon wieder total übersehen hier. Die Münze da unten lasse ich mal Münze sein. Obwohl, nee, ich glaube, ich habe soweit alle. Ich dachte, es wäre schwerer. Ich meine, mich an irgendeine Münze erinnern zu können, wo man irgendwie nicht drankommt. So, wo muss ich denn jetzt hier lang? Muss ich hier lang? Wegen Action war da gerade wieder. Nö, das sieht hier gut aus. Dann können wir hier oben lang. Da sieht man schon wieder Spring-Action hier. Ja, glaube ich, ein Schmackes darüber. Wir haben das L. Ja, cool. Wunderschön. So, jetzt kommt der Nacke da hier, glaube ich, wieder angerannt gleich. Ah, hier ist nochmal Spring-Action. Also Schwing-Action eher. Die wollen wir natürlich alle haben hier. Weil vielleicht kriegen wir ja alle Münzen hier in dem Level. Das wäre schon sehr cool. War viel zu schnell. Lass mich in Ruhe, du Idiot. Mag den nicht. Ist doof. Oh. Ah, danke schön. Wie kriegt man jetzt eigentlich die Leben? Ich hab doch noch nie so ganz durchgeblickt.
Ah, das war wunderschön getimed. Also ich habe mich eigentlich an die Grafik hier gewöhnt, dass sie so matschig aussieht. Und das E, Herkule, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich glaube, das letzte S ist irgendwo im Boden. Nee, doch. Wo war denn die Stelle, wo man dieses Ding rumtragen muss? S? Ja, ein S. Schön. Hätten wir alle... Wäre jetzt natürlich noch besser, wenn wir alle Vasen haben. Ey, hier muss man so ein Teil rumtragen, oder nicht? Ich glaube, ich bin einfach total dumm. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt alles haben. Aber ich schätze, uns wird eine Vase fehlen. Irgendwas. Man musste was rumtragen, damit man irgendwo hochkam. Aber wir haben alle Buchstaben. Ja, toll gemacht, einer. Kompliment. Hey, du wirst in 0, nichts eine Legende sein. 99. Ach, Mann. So, wie ist er mit den Vasen? Ne, haben wir nicht alle. Bitte, es gab ein schreckliches Unglück. Ich meine ein anderes Unglück. Wunderknabe. Herkules, den Göttern sei Dank. Was ist denn los? Kurz vor der Stadt, zwei kleine Jungen. Sie haben in der Schlucht gespielt. Dann gab es einen Erdrutsch, einen schrecklichen Erdrutsch. Sie sind verschüttet. Kinder? Verschüttet? Phil, ist das nicht toll? Toll? Brich nicht gleich in Tränen aus. Komm mit! Nein! Du verstehst nicht! Ich hab Höhlen! Kommt jetzt die Hydra? Ja, die Hydra. Das ist, glaube ich, das erste 3D-Ding, was wir hier sehen. Also so richtiges 3D. Das andere war ja erst nur ranzoomen und wegzoomen und so. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein richtiges 3D-Modell. Meine ich mal. Ja, eigentlich könnten wir jetzt wieder abhauen, ne? Man hat ja gerade gesehen, die zwei kleinen Kiddies. Herkulade. So, greif mal an, du Idiot. Auf jeden Fall müssen wir der Hydra die Köpfe abhacken und dann wachsen der neue nach. Und irgendwann wachsen der halt keine mehr nach und die stoned. Es kann ja auch nicht einfach so stehen bleiben, weil diese ollen Steine immer runterfallen. So, ich weiß gar nicht, wie viele Köpfe dem Vieh wachsen. Aber wir haben ja unten rechts, das sehe ich ja jetzt gerade erst. Das wird viel eine Lebensanzeige haben. Ah! Mann! Mann! Ich glaube, das ist besser, wenn man sich hier hinten an den letzten macht. Oh, eine Vase. Ich hätte gerne Herkulade, das wäre ganz lieb.
Dankeschön. Was? Oh, Herkulade. Ach, guck mal, das war schon. Zwei Vasen gekriegt. Nur eine. Wir können uns auf jeden Fall nicht mehr bewegen. Aber wir haben es geschafft. Ich muss mir irgendwann mal den Herkules-Film auch mal antun. Ich glaube, ich habe den noch nie gesehen. Also noch nie so richtig. So, Spiel, was ist los? Ich hoffe mal nur, dass du eine Sequenz oder so lädst. Hätten sie das Spiel auf Cartridge rausgebracht, wäre das jetzt nicht passiert. Weil ich denke, auf Cartridge hätte das auch gepasst. Ich habe die Playse jetzt gerade mal auf den Kopf gelegt. Vielleicht tut sich da ja was. Na gut, dann mache ich hier dann erstmal Schluss. Dann kann ich auch direkt mal gucken, wie das mit dem Bearbeiten ist und so. Na gut, dann werde ich entweder, wenn ich faul bin, mir ein Passwort für nach der Hydra oder für die Hydra holen. Kommt jetzt drauf an, ob da noch eine Sequenz ist nach der Hydra. Ja, ansonsten, ja, auf jeden Fall, ihr werdet von der Pause ja nichts mitbekommen. Gut, dann hoffe ich mal, dass euch das Let's Play bis hierhin gefallen hat. Und ja, hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder.